Herzlich willkommen zur Abendandacht der evangelisch-reformierten Kirche mit dem Westminster-Bekenntnis. In dieser Passionszeit denken wir anhand des Johannes-Evangeliums über Jesu Leiden und Sterben nach. Das Thema für diese Reihe von Andachten ist Jesu Liebe bis ans Ende. Die Lesung aus den Psalmen ist heute Abend Psalm 51, Vers 3 bis 6. Das ist ein Gebet Davids. Wir wollen das auch beten. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist allezeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Amen. Liebe Zuhörer, gestern haben wir gelesen und gehört, wie Jesus angefangen hat, die Füße seiner Jünger zu waschen. Und ich stelle mir vor, dass sie mit offenem Munde das Geschehen beobachtet haben. Was macht er jetzt? Unser Meister, unser Rabbi, er tut ein Sklavenwerk. Und heute lesen wir, was passiert, wenn er zu Petrus kommt. Ich lese Johannes 13, Vers 6 bis 11. Da kommt er, Jesus, zu Simon Petrus und dieser spricht zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße? Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Petrus spricht zu ihm, auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter. Und darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Bis soweit der Text für die Andacht. Petrus, der immer spontane und eifernde Jünger, er kann es nicht glauben und er will es auch nicht passieren lassen. Herr, du wäschst mir die Füße? Und es ist hier wie eine Herausforderung, als ob Petrus zum Herrn sagt, probier es mal, das werde ich nicht zulassen. Aber Jesus reagiert ruhig und souverän und erklärt ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber danach erkennen. Erst nach Kreuz und Auferstehung, nach Himmelfahrt und Pfingsten würden die Jünger den Geist empfangen und dadurch vieles verstehen, das jetzt noch unklar ist. Aber wie ein kleines Kind, das sich nicht zufrieden gibt mit dem Wort, dafür bist du noch zu klein, gibt auch Petrus sich nicht mit dieser Erklärung zufrieden. Er drückt sich eher noch stärker aus. Auf keinen Fall sollst du mir die Füße waschen. Nie und nimmer. Buchstäblich steht hier im Griechischen so etwas wie, du sollst niemals in der Ewigkeit meine Füße waschen. Und wir verstehen Petrus Motivation irgendwie. Er meint, seinen Meister zu ehren und will nicht, dass er sich erniedrigen muss. Aber wenn ein Mensch den Herrn Jesus von seiner Erniedrigung abhalten will, dann ist da der Teufel beim Wort. Früher hatte Jesus Petrus schon stark ermahnt. Er hatte ihm gesagt, weiche von mir, Satan, du bist mir ein Ärgernis, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Etwas davon sehen wir hier auch wieder. Petrus denkt nicht göttlich, sondern menschlich. Und in seinem Eifern hat er das Ziel verfehlt. Und dann sagt Jesus ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und da hört Petrus auf. Das will er aber auf keinen Fall. Er will die Gemeinschaft mit Jesus nicht verlieren. Aber dann fällt er sozusagen auf der anderen Seite vom Pferd.
Dann ruft er in seiner Begeisterung und Aufregung, dann bitte nicht nur die Füße, sondern alles. Aber damit zeigt er umso mehr, dass er die Sache nicht verstanden hat. Und Jesus muss ihm erklären, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Das ist einmal ganz praktisch. Die Juden waren sehr propere und saubere Leute. Und sie hatten sich natürlich am Morgen schon gewaschen. Und so waren sie rein, sauber. Nur die Füße wurden dann schmutzig, als sie mit Sandalen über den Sandwegen gingen. Und die mussten dann natürlich gewaschen werden, wenn sie am Tisch legen würden. So ist es irgendwie auch mit unserem Händewaschen. Beim Eingang jedes öffentlichen Gebäudes findet man heutzutage einen Desinfektionsmittelspender. So kann man die Hände reinigen. Hast du dich schon mal gefragt, warum gibt es nicht bei jedem Gebäude eine Duschkabine? Könnte man sich dann nicht noch besser reinigen? Vielleicht schon, aber das macht an sich keinen Sinn. Denn wenn man unterwegs ist und so einiges angreift, kann man schon die Hände beschmutzen, aber sonst nicht so viel. So war das auch, was Jesus damals gemeint hat, einfach praktisch zu verstehen. Aber vor allem sind diese Worte des Herrn Jesus hier auch geistlich zu deuten. Jesus macht hier für uns den Unterschied zwischen der allumfassenden Reinigung bei der Wiedergeburt und der täglichen Reinigung klar. Und es ist wichtig, dass wir das gut verstehen. Wenn wir zum Glauben kommen, werden wir völlig rein gemacht durch das Blut des Herrn Jesus. Gott sieht uns als rein in seinem Sohn Jesus Christus. Und dadurch ändert sich unsere Position. Von verdammten Sünder werden wir zu geliebten Kindern Gottes. Aber das heißt nicht, dass wir ab dann ein perfektes Leben führen. Unsere Position hat sich verändert, aber unser Wandel ist noch in dieser Welt und dabei können wir wieder schmutzig werden. Wenn es um unseren Wandel im Leben geht, brauchen wir immer wieder die Reinigung. Und deswegen hat Jesus uns auch gelehrt zu beten, vergib uns unsere Sünden. Und in dieser Geschichte sind die Füße Symbol für alles, was uns mit der Welt und der Sünde in Kontakt bringt. Und da gibt es immer wieder etwas, das gereinigt werden muss. Und deswegen haben wir auch am Anfang unserer Gottesdienste ein Sündenbekenntnis. Einerseits dürfen wir wissen also, dass wir rein sind, wenn wir an Jesus glauben, und kann nichts uns aus dieser Position eines geliebten Gotteskindes bringen. Andererseits machen wir immer wieder etwas schmutzig und haben wir es nötig, dass die Füße unseres Herzens immer wieder gewaschen werden. Dieser Bibeltext schließt mit einer ernüchternden Bemerkung. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter, darum sagte er, ihr seid nicht alle rein. Gestern haben wir auch gelesen, dass Judas den Herrn verraten wird. An ihm ist die völlige Reinigung wohl vorübergegangen. Er war im Kreis der Jünger. Er hatte Gemeinschaft mit dem Herrn, aber sein Herz war unverändert. Leider kann das immer noch vorkommen, auch in unseren Gemeinden. Menschen können bei allen Treffen der Gemeinde dabei sein und sich alle Passionsandachten anhören, aber tatsächlich nicht wiedergeboren sein. Und diese Tatsache sollte uns zur Selbstprüfung führen. Kenne ich den Herrn wirklich? Glaube ich wirklich an ihn? Vertraue ich wirklich auf ihn? Bin ich wirklich mit Christus verbunden? Lebe ich ihm oder lebe ich immer noch mir selbst? Wenn du da vielleicht Nein sagen musst, dann darf ich dir sagen, es ist noch nicht zu spät, es ist noch Veränderung möglich. Noch ist es die Zeit der Gnade. Komme zum Kreuz und glaube an Jesus.
Wenn du aber sagen kannst, ja, ich weiß, dass Jesus mich völlig gewaschen hat, mir ist Erbarmung widerfahren. Ich weiß, dass ich im Blut des Heilandes rein bin. Dann gratuliere ich dir von Herzen. Dann kannst du das zu dem Wunderbaren zählen. Denn dein stolzes Herz hat es von sich aus nie bekehrt. Aber gleichzeitig möchte ich dich dann ermutigen, die tägliche Reinigung nicht zu vernachlässigen. Komme zum Kreuz, jeden Tag erneut, um alles, was durch deinen Wandel in der Welt schmutzig geworden ist, bereinigen zu lassen. Und so wirst du auch jedes Mal wieder die Freude über deine Errettung feiern können. Denn eine Freude bringt es, den Herrn zu kennen, als der, der unsere Sünde von uns nimmt, uns reinigt und völlig rein wäscht. Ich bete. Herr, unser Gott, wir danken dir für die Reinigung, die du gebracht hast. Wasche auch jetzt in deiner großen Gnade die Füße unseres Herzens. Gib uns die ständige Buße und somit einen heiligen Wandel nach deinem Wort und Gesetz durch die Kraft deines Geistes. Allmächtiger Herr, wir bitten dich heute für die Menschen in Krankenhäusern, Heimen oder zu Hause, die körperliche oder seelische Not leiden. Für alle, die in Einsamkeit alleingelassen sind. Für alle, die den Tod vor Augen haben. Wir bitten dich für die Menschen, die ohne Arbeit oder ohne Wohnung sind. Für die Flüchtlinge auf den Straßen dieser Welt. Für alle, die unter Unrecht und Gewalt leiden. Sei du ihnen nahe. Schenke ihnen Zuversicht und Hoffnung. Sende Menschen zu ihnen, die ihnen deine Liebe bringen und ihnen zum Leben helfen. Wir bitten dich heute, auch für alle Menschen, die in pflegenden und betreuenden Diensten tätig sind, für alle im Rettungsdienst, für die Männer und Frauen, die für die medizinische Versorgung verantwortlich sind. Und all diese Bitten kommen zusammen in das eine Gebet, das du uns gelernt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich hatte nichts als Sorge.